Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich es nur vor Einbruch der Dunkelheit geschafft, auf den Parkplatz zurückzukommen. Bin jetzt wieder hier. Jetzt sitze ich hier im Wohnmobil. Ich habe es ja gerade schon gesagt, bin noch rechtzeitig zurückgekommen von der kleinen Tour. Ich sage euch einfach mal ganz kurz, was ich jetzt heute, was wir gerade so gemacht haben die Tage. Ihr habt alle mitbekommen, wir waren auf so Kulinar, auf einer schönen kleinen Feinkostmesse in Stuttgart. Und Sandra ist schon wieder am Montagmorgen zurückgeflogen, um unser Lädchen, unseren Cancun-Mee wieder aufzumachen, weil ja momentan auch auf Mallorca noch einiges los ist und darum ist sie nicht da geblieben. Ich habe mir 2 Tage länger sicherheitshalber Zeit gegeben, falls irgendwas mit dem Ausliefern, irgendwas noch nicht funktioniert als Sicherheit. Wir waren allerdings gestern schon perfekt fertig. Ich hätte eigentlich gestern schon fliegen können und wäre eigentlich gestern beim Wetter auch gern auf Mallorca gewesen. Weil auf Mallorca haben wir noch knapp 30 Grad und super schönes Wetter hier in Stuttgart. Um Stuttgart hat es gestern auch ziemlich geregnet und war ungemütlich. Heute jetzt war tolles Wetter. Heute war ja wolkenlos nicht, aber es war sehr, sehr schön. Und ich war jetzt eben, musste ja irgendwas machen, habe überlegt, was ich mache und habe einfach dann mal was gefunden und habe entschieden, Niagarafälle sind zu weit weg, auch die Rheinfälle sind zu weit weg und habe dann heute mal die Uracher Wasserfälle besucht, bin dahin gewandert. Davon gibt es gleich ein paar Bilder, war eine Wanderung hier ein bisschen durch den Wald durch und ja, war bei den Uracher Wasserfällen und die Bilder bekommt ihr jetzt. Wundert euch nicht, die Bilder sind natürlich nicht perfekt heute wahrscheinlich. Ich hatte kein Gimbal dabei bei der kleinen Wanderung oder beim kleinen Spaziergang und habe aus der Hand gefilmt und hatte auch kein externes Mikrofon dabei. Aber ihr wisst ja, unser Anspruch ist nicht unbedingt, die perfekten Videos zu liefern, sondern unser Anspruch ist eigentlich einfach, euch und uns ein bisschen mit unserem Kanal zu unterhalten. Und wir hoffen immer, dass wir euch ein bisschen Freude machen mit unseren Bildern. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bevor ihr jetzt gleich die Bilder seht von der Wanderung vom Uracher Wasserfall, wer uns noch nicht folgt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, folgt uns und schreibt uns gerne was in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß bei den Bildern vom Uracher Wasserfall. Ich bin jetzt hier vom Parkplatz auf dem Weg zu den Uracher Wasserfällen. Aber es ist ziemlich rutschig hier und matschig nach dem Regen, der die letzten Tage war. Ich höre die Wasserfälle schon. Sie sind ungefähr 3 Kilometer Fußmarsch vom Parkplatz hoch runter bis zum Wasserfällen. Und ja, muss mal schauen. Denkt dran an alle, die das Video sehen und uns noch nicht folgen, folgt uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt irgendwann abbreche und umdrehe, weil es ist doch ziemlich rutschig und matschig hier. Ob das Risiko zu groß ist oder ob ich noch bis zum Wasserfällen laufe. Muss ich mir das mal anschauen. Und hier ein Hinweis für die Frauen, kein Weg mit hohen Schuhen. Also hier am besten Wanderschuhe anziehen und die High Heels im Auto lassen. So, ein Flüsschen haben wir schon erreicht. Jetzt mal gucken, ob ich es noch bis zu den Wasserfällen schaffe. Muss ich mich dann auch schon wieder retour, bevor ich in die Dämmerung komme. Und da sind die Wasserfälle, die Uracher Wasserfälle, Uracher Wasserfälle auch schon in Sichtweite. Und noch in der Sonne auf dem Berg, da haben wir jetzt noch ein Schloss oder Burgmauern. Und hier oben kommen dann auch schon die Wasserfälle runter. Also ich bin doch noch hergelaufen und jetzt mache ich nicht schnell Schrittes auf den Rückweg, damit ich noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder auf dem Parkplatz beim Wohnmobil bin. Alle, die das Video sehen, wann auch immer, euch einen schönen Tag, schönen Abend, whatever, egal zu welcher Zeit ihr das seht. Und ja, wie immer, die bitte folgt uns auf YouTube, gebt uns einen Follow, gebt uns einen Daumen nach oben und lasst es euch gut gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und zum Abschluss bleibt einfach zu sagen, wer sich die Tour mal antut, Uracher Wasserfälle, für mich hat es sich gelohnt, auch wenn es jetzt ein bisschen hektisch war,
aufgrund der Dämmerung, die schon bald kommt. Wenn ihr mal hier in der Ecke seid, Nähe Reutlingen, Tübingen, im Schwabenlande, Nähe Urach, Bad Urach, dann macht euch mal die Zeit, nehmt euch mal die Zeit, die kleine Wanderung zu den Uracher Wasserfällen. Rückweg zum Parkplatz, idyllisch hier am Flüsschen entlang. Eine Schafherde und dahinter steht der Schäfer. Jetzt habe ich es nur vor Einbruch der Dunkelheit geschafft, auf den Parkplatz zurückzukommen. Bin jetzt wieder hier.